Hallo und willkommen wieder zurück zu Fortnite Battle Royale. Ja, okay. Diesmal wollen wir den anderen zeitlich begrenzten Modus nur für begrenzte Zeit spielen. Hierfür scheint offenbar noch nicht die Namensreguliere klar festzustehen, offenbar. Weil gestern hieß das Ding hier noch aus dem Tresor dieser Modus und dann auf einmal heißt er so. Obwohl es das klassische Gameplay von Battle Royale ist, ausschließlich mit den Waffen Gegenstände der ersten beiden Seasons ist. Also der Seasons der OG-Spieler. Eigentlich könnte man auch eventuell diesen Modus nennen OG Royale zum Beispiel. Okay, damit habe ich offenbar mir Idee gerade ungefähr rausgehauen, wie es in ungefähr heißen könnte oder wie auch immer. Aber das war jetzt nur eine eigene Idee. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt mal heute mal 33er Teams. Drei Teams aus jeweils 33 Spielern kämpfen um den Sieg. Es gibt zusätzliche Beute und Ressourcen, sowie einen Sturm, der noch tödlicher ist als in den Standard Battle Royale Inseln. Jedes Team springt in seinen eigenen Battle Bus. Fall hilft dein Team auch zu einem Sieg. Na gut, das hat jetzt gerade ein bisschen länger gedauert, bis wir jetzt gerade in eine Runde gegangen sind. Da kann ich natürlich nur sagen, okay, bei diesen Modus, die jetzt gerade ungefähr irgendwie noch aktuell sind und sich vielleicht die nächsten Wochen vielleicht ändern, ist es schon eine Sache für sich, okay, wie soll das jetzt heißen? Wie soll das jetzt heißen? Und dann auf einmal steht da so was Komisches drauf wie Unviolett? Und das bedeutet wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Wahrscheinlich, die wissen mir sogar selber nicht, wie das heißen soll. Okay, wir haben 30 Leute. Einer von den Random Team ist gerade gescrollt. Disconnected, aber definitiv sind wir in einer Lobby gerade mit plattformübergreifend. Offenbar, weil wir haben PlaySig-Spieler im Team. Nicht auszuschließen, dass sich Switch da noch folgen wird. Mit ein paar von den Leuten. Da fliegen die Bellbusse. Ich weiß nicht, was die gerade alle markiert haben, zur Sicherheit. Ach, die Zone ist das, die. Das ist ja so perfekt. Aber ich glaub's. Ja. Okay, ich bin mal gespannt, was das wird. Das ist aber so eine kleine Zone. Na, wahrscheinlich wird es dann so sein, dass in jetzt die erste Zeitspanne jetzt irgendwie viel, sehr viele draufgehen werden. Teilweise unseren Teams, teilweise des Gegnersteams. Dennoch, sozusagen, dass da auf den Gegners 65 steht, ist wahrscheinlich so, damit man genau sieht, wie viele Gegner an sich leben überhaupt. Aber es sind davon die Hälfte in einem anderen Team. Deswegen ja. Okay, P90. Die lasse ich liegen. Gegner, ein Gegner. Okay, Slurf, das ist doch schon mal eine gute Optik. Scope AR. Ach nee, komm, lass das liegen. Nimm die P90. Warum habe ich jetzt einen Crapper mitgenommen? Ach, jetzt stimmt. Dies müsste wahrscheinlich wieder. Ja, das ist wieder eine Sorte zeitlich begrenzter Modis, wo das wieder aktiviert ist mit den erneuten Hängegleiter aufklappen.
der andere zeitlich begrenzte Modus, da ist das deaktiviert. Weil das sonst nicht irgendwie klassisch wirkt, zum Beispiel. Tut es an sich sowieso nicht wegen diesen Seilbahnen und den Rifts, die teilweise immer noch gespawnt sind. An sich von den Waffen her ist das dann schon wieder klassisch. Jawohl, wir haben einen Busch. Der goldene, leuchtende Busch. Okay, hier sieht er noch so stinknormal aus. Ich zähle ihn mal einfach mal so an. Ja, Christbaum, Busch, wirklich. Ich hätte es mir denken können. Granaten und Granaten und Granaten. Müssen mit. Ja. Dass gerade mein Busch gerade so leuchtet wie eine Christbaumkugel. Okay. Ja, machen wir noch genügend. Oh nein, die sind so zwischen Sorti. Toll, man sieht meinen Busch im Flieger. ja. Passend aber zum Flugzeug. Der sich nämlich auch angepasst hat. Ah, ich bin rausgesprungen versehentlich. Ups. Natürlich wurde, ist damit natürlich auch was passiert. Ja, so Edge. Dann hat er darauf. Als Dekoration. Okay, da wird einer revived. Den greifen wir nicht an, weil der den gerade schützen will vor Gegner. Nicht abbrechen. Ist ein Teammate. Ah, diese Weihnachts-Loot-Drops. Okay, der hat den jetzt revived, das ist gut. Gegner schon zu sehen auf der Karte. Okay, interessant, dass man die sieht. Auf der Minimap auch. Wenn man denen nah genug rankommt. Da wollte gerade einer trappen. Oh, 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 Fahrzeug. Ich sehe das auf einer Leiste. Das ist sehr gut. Gegner sowas von im Umkreis. Okay, da ist einer im Fliegen. Offenbar nicht. Toll! Der hat meinen Flieger zerstört. Besser kann das ja nicht laufen. Aber der ist nicht bei mir. Das ist gut. Was für ein Flieger ist das? Scheint ein Teammate zu sein. Ein Teammate will den anschießen. Und noch ein Teammate macht mit, weil er nicht gecheckt hat, dass er ein Teammate ist. Danke, dass er sich mal endlich geladen hat, dieser Scope. Ha! Ein Hit habe ich dir dennoch gedrückt. Ihr wisst schon, dass hier Gegner sind, Leute. Einer genockt. Okay, der wird jetzt revived. Scheiße. Noch einer genockt. Na, der nette Turret. Kann ich den Motor ausmachen? Danke. Steig doch aus! Das hat ihn wahrscheinlich abgelenkt. Alter.
Schöne Stube, was geht hier ab? Es leckt so hart. Okay, man hat den sich geholt. Scheiße, da kommen die nächsten Gegner. Schnell schließen. Okay. Was ist das jetzt gerade? Ja, dieser wahrscheinlich hier Grenade Launcher Stil für Weihnachten. Ich liebe das. Oh Gott. Hab dich. Ist noch ein weiterer Gegner irgendwo? Ich kann hier nichts bauen. Da kommen noch mehr Gegner. Dass ich mir gerade die Videos gerade drücken muss, ist klar. Da baut einer. Komm durch. Scheiße, wir werden eingekesselt. Oh mein Gott. Wie wir gerade eingekesselt werden, fürs Feinsten hier. Oh oh. Ich hab mir doch gedacht, dass hier gerade Granaten fliegen. Dass er klar weiß, wo ich bin, ist dann natürlich mehr als eins. Logisch. Ach, oh mein Gott, was geht hier gerade ab für einen Haufen hier? Das ist ja nur wilder, als man denkt. Ich zieh mich lieber erstmal ein bisschen zurück. Ich habe nur noch 30 Green Life. Oh, scheiße. Scheiße. Der weiß, wo ich bin. Nichts daran führt jetzt vorbei. Ich muss jetzt rein. Oh Gott. Ja, da konnte ich nichts machen. Jetzt bin ich auch noch gefinished. Aber hab zumindest einen Kill. Das ist aber ein richtiges Zusammentreffen. Nur so mehr kann ich jetzt auch nie sagen. Wo es gerade richtig zur Sache geht. Das überlebende Team gewinnt, wie auch immer. Nicht genug Beute, begibt dich zur sicheren Zone auf der Karte. Wirklich, Karten. Right, random Mates schon wieder da. 33 Leute, okay. Ah, da gehört zu uns. Einige wollen Solti. Vorzuge entweder jetzt Lucky oder jetzt diese Tankstelle. Ja gut. Ach, ein Driftskin ist hier in der Lobby. Hab ich auch nie mal lange gesehen. Ja, genau. Season 6 Gleiter. Yay. Besser als das kann man nicht sagen. Lama Bell. Mal gerade die Emotes vorführen.
Genau, ein bisschen an die Modes rumspielen. Genau, jetzt machen alle drei Wolfsgeheul. Das war gerade ein Wolfscore gerade gewesen, wahrscheinlich. Okay, jetzt war ich schon auf einmal so ausgesprungen, muss ich mir nicht erklären. Ist mir dennoch auch egal, wir sind sowieso 33. Was, jetzt 27? Wie viele haben Disconnect? Scheiße. Jetzt haben nämlich ein, jetzt hat ein Gegner einen Vorteil, weil es genau nämlich bei denen liegt. Ja, genau, ich land gerade auf dem Nudelsuppengebäude. Quadrammer. Also was. Irgendwie scheint sich das Gebäude auch verändern zu wollen. Jawohl. Ab nach unten. Okay. Was wird das hier noch? Ah, scheint ein Restaurant. Nochmal. Oh, zwei Vegos. Ist hier keine AR oder sowas gerade? Okay, das ist schon mal wieder einer Minus. Auf unserer Seite. Aber die letzte Runde war sehr gut. Genau. Meine Farmers mit, dann haben wir zumindest hauptsächlich. Warum mein Handy gerade aufgeploppt ist, keine Ahnung. Genau. Erstmal schön looten. Ach, schon wieder eine Pump. Der kann noch nützlich werden. Medkits sind das. Okay, den einen nehme ich mit. Farmers oder schwere AK? Eher Farmers. Obwohl, hier ist ja offenbar noch mehr Loot. Jo. Ein Chaco. Wird aber Zeit noch dringend noch Metz fahren. Obwohl wir uns schon langsam aufbrechen sollten. Okay, das heißt, es müssen jetzt wahrscheinlich noch von der Hälfte des Gegnerteams leben. Das wären jetzt 20. Nein, dann wäre es 40. Dann müsste wahrscheinlich noch 1,30 oder 25, 25 haben. Das wäre logisch. 25, 25 konnte man sich denken. Noch einer genockt. Ja, was ist hier gerade wieder los? So. Die Metz sind gerade so wichtig. Jawohl. Da muss ausgerechnet so ein Big sein. Was wurde markiert? Ah, die Zone. Abskapiert. Okay, hier kann ich schon mal einen Rift nehmen, das ist sehr gut. Da kommen noch ein paar andere. Das
das hier der einzige oder gibt es hier gerade noch mehr Rifts? Das ist sehr gut, dass es hier noch einen mehr gibt. Kann ich immerhin noch den LKW entspannt booten. Ich markiere denen mal einen Rift. Außer es sei, die wollen durch die fatalen Felder laufen. Also wen wird's? Aber so komme ich definitiv weiter. Okay, da hinten scheint irgendwas gestockt zu sein von den Teams. Es werden gerade immer weniger Gegner, das ist so gut. Oh Gott. Ah, bin eine P90. Jawohl. Vorräte, die wir finden. Ach. Ich glaube, die haben jetzt wahrscheinlich gemerkt, dass sie den Rift genommen haben. Ach, jetzt sind sie auf meiner Karte auch noch teleportiert. Okay. Dachte schon. Weil die Karte wahrscheinlich sich erstmal aktualisieren musste. Jetzt habe ich definitiv gut. Ach, da ist keine Kiste gespawnt. Oh, ich muss schon weiter. Wieso? Habe ich denn kein Taschenrift? Naja, immerhin habe ich ein Jump-Pad. Es ist zumindest ein schwacher Trost. Abgesehen von dem Trick, den man anwenden kann. Deswegen werden die Mets auch wirklich vorteilhaft. Klassisch gebaut, ohne viel zu verbrauchen. Er ist ein Team. Der schießt das vorsichtshalber nochmal kaputt. Und der denkt sich wahrscheinlich, warum macht der sowas? Ach ja. Einer hängt fest. Es werden immer weniger. Da war ein Flieger und den hat sich jetzt einer genommen. Tja, schon einer abgedüst. Das ist doch eine sehr verdächtige Sache. So, dann lass es die Gegner mal runterhauen. Sollten da überhaupt welche drin sein? Naja. Okay, ich habe mal die Zone erreicht, das ist gut. Ohne dass ich gerade ein Jump-Pad benutzt habe. Feines Meldung. Ach, einer schon raus. Wahrscheinlich verfolgen die mich gerade. Oder gerade das gesamte Team. Es geht hier gleich richtig zur Sache. Da riften gerade echt einige. Er wollte mich trappen, das habe ich genau gerade gerochen.
Oh, die war leer. Habe ich gar nicht gemerkt. Scheiße. Auch noch gesandwiched. Okay, direkt durch die Wand. Als wenn die gerade irgendwie fast alle durch die Wände schießen können. Wirklich. Schon wieder eine Anfrage? Sag mal, ich kriege immer irgendwie Anfragen, wenn ich mit Random Mates spiele. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe keine Ahnung, warum. Okay. Ich glaube, damit werden wir schon am Ende angelangt. Ja. Sollte das Video euch gefallen haben, wie immer, Daumen nach oben und das Abonnieren nicht vergessen. So verpasst ihr kein weiteres Video von Fortnite Battle Royale. Und ja, bis dahin alles Gute. Haut rein, bis zum nächsten Mal.